Mein Name ist Ali Reza Varzande. Ich bin Maler durch und durch, habe mein Atelier in Köln. Und mein Schwerpunkt, meine Intention besteht auch immer um dieses Thema Malerei. Das heißt, das steht für mich immer im Vordergrund. Ja, ich war 14 Jahre alt, ich war noch in der Schule und saß irgendwo in einem Park in Persien und sah, dass jemand zeichnet. Und dann habe ich auch gezeichnet. Und diese Person war sehr fasziniert und sagte, ich soll mit ihm unbedingt zu einer bestimmten Schule, Malschule. Und dort haben sie mich auch sofort sehr gelobt und aufgenommen. Und seitdem bis heute male ich jeden Tag. Als ich zum ersten Mal gezeichnet habe, habe ich gemerkt, dass das ist, wonach ich suche, mein ganzes Leben. Und damals war ich 14 Jahre alt. Mein Spektrum fängt von Stillleben bis zum Kriegsbilder, von Afghanistan bis, keine Ahnung, bis Strandbilder. Ich male alles, was um mich herum geschieht. Auch da, wo es nicht scheint, dass es politisch ist, bin ich politisch. Weil wenn man meine gesamte Arbeit zusammen betrachtet, dann sieht man auch, dass es irgendwo eine Linie ist. Es gibt viele Menschen, es geht ihnen sehr, sehr gut. Und es gibt viele andere, die es geht ihnen gar nicht gut. Und das ist eigentlich in alle Bilder kann man das sehen, wenn man alles zusammen sieht. Ich langweile mich sehr schnell von meiner eigenen Arbeit. Und das ist die Intention, dass ich nach einer bestimmten Periode versuche, wieder einen Schritt weiter zu kommen. Und das ist sehr mühsam, weil die Bilder kommen gut an und das ist sehr mühsam, dass man sagt, es gefällt mir doch jetzt nicht mehr und ich bin weiter.